Lesung. Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Heute gibt es eine Geburtstagsfolge, denn wir werden 2 Jahre alt. Und ich freue mich heute, die Schauspielerin, Drehbuchautorin und Autorin Dorothea Neukirchen als Gast zu begrüßen. Hallo Dorothea. Hallo Emilia. Ich weiß, du machst noch viel mehr, aber vielleicht erzählst du einfach mal selbst. Ja, ich schwimme im Bodensee, spiele manchmal Klavier, koche Marmelade aus selbstgeernteten Himbeeren. Ach so, das meinst du gar nicht. Nein, aber das hört sich ganz toll an. Also ich komme mal vorbei. Das meinte ich nicht, aber erzähl mal. Ja, also wichtig für das Buch, was ich heute hier vorstellen darf, ist vielleicht noch, dass ich nicht nur als Schauspielerin, Moderatorin, Nachrichtensprecherin vor der Kamera gearbeitet habe, sondern auch hinter der Kamera, als Dokumentarfilmerin, als Regisseurin. Ich habe Kinderfilme gedreht, Krimis, Serienfolgen, historische Filme und eine Komödie habe ich auch mal geschrieben und inszeniert. Die hieß Double Trouble und war der erste Kinofilm mit Gudrun Landgräbe. Naja, ziemlich urlange her. Später habe ich dann noch viele Seminare und Workshops gegeben rund ums Filmemachen und auch zum Kamera-Acting, dem Spielen vor der Kamera. Daraus ist dann die Idee zu meinem Buch Vor der Kamera entstanden. Und das ist inzwischen ein Klassiker, richtig? Ja, könnte man so sagen. Also vor kurzem ist es in einer dritten überarbeiteten Auflage erschienen. Ja, und ich freue mich sehr, dass ich das hier vorstellen darf, noch dazu in der Geburtstagsfolge. Und das, obwohl es ja ein Sachbuch ist und so gesehen eher ein bisschen untypisch für meine Lesung. Deswegen würde mich jetzt interessieren, warum hast du das ausgewählt? Also, das stimmt. Man lernt aber viele Fakten rund ums Thema Film, aber ich finde, es ist auch sehr gut und unterhaltsam geschrieben. Und seit der Lektüre sehe ich Filme mit einem ganz anderen Blick. Deswegen dachte ich, das wird meine Zuhörer garantiert interessieren. Lies doch einfach mal eine Passage. Ja, also gut, ich fange einfach mal ganz am Anfang an. Das erste Kapitel heißt Von der Bühne zum Film. Was das Spiel auf der Bühne oder vor der Kamera angeht, so ist die Aufgabe hier wie dort im Wesentlichen die gleiche. Es geht darum, unter unnatürlichen Bedingungen Handlungen und Gefühle so zu reproduzieren, dass der Zuschauer davon gefesselt ist und mitgeht. Ob es die Augen von 800 Zuschauern sind oder das eine Auge der Kamera, beides bringt einen Beobachtungsstress mit sich, unter dem die einfachsten und alltäglichsten Gesten zum Problem werden. Also ich schlage Ihnen mal vor, Sie, die Sie das jetzt hier hören, das vielleicht für sich selber mal auszuprobieren bei Gelegenheit. Also einfach den Freund oder die Freundin mal bitten, beim Essen die Kamera oder das Smartphone anzustellen. Und dann in Nahaufnahme filmen, wie man einen Löffel Suppe zum Mund führt. Und das nicht nur einmal, sondern exakt 10-mal hintereinander. Wetten, dass man irgendwann schlabbert oder kichern muss oder dass man die Suppe überhaupt nicht mehr schmecken kann vor lauter Aufregung? Ja, so ähnlich geht es halt Schauspielern. Ich lese jetzt mal weiter. Die Kunst des Bühnen wie des Filmschauspielers ist es, diese Probleme zu meistern. Die Mittel zur Problemlösung sind im Kern dieselben. Trotzdem gibt es Unterschiede und die betreffen zunächst einmal den Stil. Es gibt zwar auch stilisierte Filme, aber auf einer Skala zwischen Naturalismus und Stilisierung sind weit über 90% sämtlicher Filmproduktionen dicht am Naturalismus angesiedelt. Vor der Kamera ist deswegen eher das private Spiel gefordert. Als Faustregel kann man sagen, je formalisierter ein Schauspielstil, umso weiter ist er von dem entfernt, was im Film verlangt wird. Deswegen ist der Umstieg für Schauspieler
die vom großen Haus, von der Commedia dell'arte oder vom Musical herkommen, schwerer als für die, die modernes Kammertheater machen. Vor der Kamera zu spielen heißt fast immer, auf Stilisierungen zu verzichten und so natürlich wie möglich zu sein. Das lässt den Filmschauspieler ziemlich nackt dastehen, wo der Bühnenschauspieler die Möglichkeit hat, sich in die Überhöhung, in die geführte Geste, in das Formalisierte zu retten, da ist der Filmschauspieler der gnadenlos genauen Beobachtung der Kamera ausgesetzt. Er muss den Mut haben, den Kunstraum des Theaters zu verlassen und sich selber zu exponieren. Was das heißt, das verdeutlicht eine Erzählung von Billy Wilder. Er erinnert sich an seine erste Begegnung mit Jack Lemmon. Ich wusste, dass es ihn gab. Er hatte Mr. Pulver gespielt in Mr. Roberts und einen Academy Award gewonnen. Er war wahnsinnig komisch und er war brandneu. Er war bei Columbia unter Vertrag und ich mochte ihn. Ich mochte seine Qualität. Es war sein erster Tag im Tonstudio. George Cukor führt Regie. Jack Lemmon ist total aufgedreht. Er rattert eine halbe Seite Dialog herunter, dann heißt es Schnitt und er sieht zu Cukor. Cukor kommt zu ihm und sagt, das war wundervoll. Du wirst ein großer Star werden. Aber trotzdem, wenn es zu dieser großen Ansprache kommt, bitte ein bisschen weniger. Ein kleines bisschen weniger. Weißt du, im Theater, da sind wir in einer Totale, da musst du es so rüberbringen. Aber im Film, da schneiden wir in eine Nahaufnahme, da darfst du nicht so stark sein. Also macht er es noch einmal und diesmal macht er weniger. Und wieder sagt Cukor, wundervoll, ganz wundervoll, aber lass es uns noch einmal machen und diesmal ein bisschen weniger. Nachdem Cukor ihn so 10 oder 11 Mal ermahnt hat, noch ein bisschen weniger zu machen, sagt Mr. Lemmon, ja, du liebe Zeit, wenn das so weitergeht, dann spiele ich ja überhaupt nicht mehr. Und da sagt Cukor, jetzt hast du's begriffen. Um einem weit verbreiteten Missverständnis vorzubeugen, möchte ich an dieser Stelle betonen, dass sich die Empfehlung weniger nicht auf die Emotion bezieht, sondern ausschließlich auf die schauspielerischen Mittel. Im Film ist der nicht überhöhte Naturalismus gefragt. Darum sind Laien, die gar nicht anders können, als so zu sein, wie sie sind, in begrenzten Rollen manchmal überzeugender als Schauspieler. Denn der Schauspieler hat viele Möglichkeiten. Seine Kunst besteht darin, aus den verschiedenen Möglichkeiten die jeweils angemessenen auszuwählen und für die Dauer seiner Rolle so mit ihnen zu verschmelzen, als hätte er gar keine anderen. Vor der Kamera zu spielen heißt zu einem großen Prozentsatz, zu einem bestimmten Zeitpunkt, unter erschwerten Bedingungen, genau das zu reproduzieren, was man natürlicherweise tut. Jeremy Irons sagt, 80% meiner Arbeit bestehen darin, dass ich durch Türen gehe. Das hört sich einfach an, ist es aber nicht. Denn die Tür, die laut Drehbuch eine altvertraute sein soll, zum Beispiel die der eigenen Wohnung, lernt der Schauspieler erst kurz vor der Aufnahme kennen. Er hat alle Hände und Füße voll damit zu tun, sich mit dieser unbekannten Tür in kurzer Zeit vertraut zu machen. Er soll sie so im Griff haben, dass die unbestechliche Kamera ihm glaubt, er gehe seit 20 Jahren täglich viele Male durch diese Tür. Gibt es noch andere Probleme? Ja, viele, viele, viele. Also eines fällt mir jetzt gerade ein. Das ist beim Film das Problem der Diskontinuität. Also im Theater fängt eine Geschichte vorne an und dann wird sie erzählt von vorne nach hinten. Beim Film ist das anders. Ich lese jetzt mal wieder ein kleines Stück auf meinem Buch.
Da kein Film chronologisch gedreht wird, kann auch keine Rolle chronologisch entwickelt werden. Der Drehplan, eine höchst komplizierte Angelegenheit, muss viele Gesichtspunkte berücksichtigen und unter denen rangiert das Bedürfnis des Schauspielers, seine Rolle inhaltlich aufzubauen, leider an letzter Stelle. So kann es leicht passieren, dass eine emotionale Kernszene gespielt werden muss, lange bevor der Schauspieler die Szenen dreht, die zu dieser Szene hinführen. Auch deswegen muss der Schauspieler eine Filmrolle so dicht wie irgend möglich bei sich selber ansiedeln. Er muss in ihr zu Hause sein, so sehr, dass er kleinste Teile abrufen kann, ohne dass Brüche entstehen. Das gelingt natürlich besser, wenn die Figur dem Schauspieler ähnelt und so wenig wie möglich hergestellt ist. Wenn man die alte Einteilung in Komödianten und in Persönlichkeitsschauspieler nimmt, dann gehört der Komödiant zum Theater und der Persönlichkeitsschauspieler zum Film. Denn Filmschauspieler werden nach ihrer Erscheinung und im Rahmen ihres Typs besetzt. Oder ganz banal, eine 30-jährige Schauspielerin kann auf der Bühne ohne weiteres das Gretchen spielen, aber im Film niemals die verführte jugendliche Unschuld. Die Überlagerung von Person und Rolle ist beim Film dichter, manchmal bis zur Ununterscheidbarkeit. Wer in einer Fernsehserie als Ärztin auftaucht, muss damit rechnen, für eine Ärztin gehalten zu werden. Die Leute sprechen sie auf der Straße an, klagen ihre Wehwehchen und suchen ihren medizinischen Rat. Sie unterscheiden selten zwischen Rolle und Schauspieler. Das mag bei einer Arztrolle noch angehen. Schwieriger wird es bei der Rolle eines Kinderschänders oder Mörders. Aber auch das kann je nachdem für den Schauspieler eine Befreiung aus einem Rollenklischee sein. Jeder hat schon mal gelesen, dass Schauspieler sich darüber beklagen, dass sie immer gleich besetzt werden. Einmal der nette Junge von nebenan, immer der nette Junge von nebenan. Einmal Kommissar, immer Kommissar. So ging es zum Beispiel Götz George. Der war einfach Kommissar Schimanski, bis er im Todmacher einen Mörder spielen durfte. Und das tat er so genial, dass er sein altes Image gesprengt hat. Im Theater ist es völlig klar, dass der Schauspieler spielt. Am Ende tritt er aus seiner Rolle und verbeugt sich vor dem Publikum. Und am nächsten Abend spielt er wieder etwas anderes. Aber beim Film? Jetzt habe ich eine Frage. Gibt es noch andere Unterschiede zwischen Bühne und Film? Also einer der wichtigsten Unterschiede für Schauspieler ist vielleicht, dass das eine völlig andere Art zu leben mit sich bringt. Der Schauspieler an einem Stadttheater, der gehört zu einem festen Team. Er kann zusammen mit seinen Kollegen und mit der Regie in der Probenzeit etwas ausprobieren. Er kann sich lange vorbereiten auf seine Rolle. Das fällt im Film mehr oder weniger weg. Der Filmschauspieler ist vollkommen auf sich selber gestellt und muss sich alleine vorbereiten. Denn im Allgemeinen gibt es keine Probenzeit. Und das hat mit Geld zu tun. Jeder Drehtag ist teuer, deswegen wird an der Zeit gespart. Nicht selten lernt eine Schauspielerin oder ein Schauspieler ihre Kollegen erst am Set kennen. Und ein Vorgespräch mit der Regie gibt es oft nur am Telefon oder bei der Kostümprobe. Am Drehtag soll dann aber trotzdem alles klappen. Vielleicht lese ich noch mal ein Stück aus meinem Buch vor. Nehmen wir als Beispiel den fiktiven Schauspieler Max Meyer. Er ist ein gestandener Bühnenschauspieler und hat darüber hinaus sogar einiges an Fernseherfahrung vorzuweisen. Trotzdem kann der Drehbeginn für ihn folgendermaßen aussehen. Fertig in Kostüm und Maske wird Max vom Aufnahmeleiter ans Set gebracht und dem Regisseur vorgestellt. Ah, Herr Meyer, sagt der Regisseur, schön, dass Sie da sind. Ist das Ihr Kostüm? Ja, wieso?
Ja, gibt es kein anderes Jackett? Wo ist denn die Monika? Der Aufnahmeleiter holt die Kostümbildnerin. Der Schauspieler öffnet seinen Mund, um dem Regisseur eine Frage zu stellen, die er bezüglich seiner Rolle hat, aber der Regisseur hat sich bereits zum Scriptgirl umgedreht. Die Produktion lässt ihm ausrichten, dass der Kran für die Szene am Nachmittag gestrichen wurde. Der Regisseur regt sich noch darüber auf, als die Kostümbildnerin Monika kommt. Beide wenden nun ihre Blicke dem Schauspieler zu. Hast du nichts Formelleres, sagt der Regisseur über Max Meyers Kopf hinweg. Der Hardy, der soll doch eher so ein Yuppie-Typ sein. Max Meyer, der den Hardy spielen soll, fühlt sich zur Kleiderpuppe degradiert und versucht vergeblich, sich daran zu erinnern, was er eigentlich fragen wollte. Denn nun spürt er den skeptischen Blick des Regisseurs auf seiner Frisur. Ein bisschen Gel könnte auch nicht schaden. Die Susi soll mal eben kommen. Während der Aufnahmeleiter die Maskenbildnerin holt und der Schauspieler, dem seine Frage wieder eingefallen ist, sich überlegt, wie er sie am besten stellen kann, wird der Regisseur vom Kameramann beiseite gezogen. Sie haben etwas zu bereden und kehren dem Schauspieler den Rücken zu, bis Susis kampfbereite Stimme ertönt. Ja, was ist? Ah, Susi. Es geht um den Hardy. Max Meyer, alias Hardy, wird nun aus 3 Meter Entfernung beäugt und sieht, dass Susi eine Anweisung in Bezug auf ihn bekommt. Susi nickt. Am Schluss schenkt der Regisseur dem Schauspieler noch ein Lächeln und sagt, also bis gleich dann, Herr Meyer, und beeilt euch. Wieder in der Maske erfährt der Schauspieler, dass er sich rasieren soll. Sein 3-Tage-Bart, den er sich extra für die Rolle hat stehen lassen, ist nicht gut angekommen. Pech. Das ist übertrieben, oder? Jein. Also, es geht zwar nicht immer so zu, aber doch oft. Weil, was ein Schauspieler aus der Schauspielerperspektive gern unterschätzt, ist, dass die anderen alle ihre eigenen Zwänge haben. Die Szene könnte auch so aussehen. Die Schauspielerin Beate Schmitz ist seit 3 Stunden am Drehort, wurde aber vom Set verscheucht, weil dort etwas anderes gedreht wurde. Sie hat dann viel Zeit in der Maske verbracht und sich mangels anderer Vorbesprechungsmöglichkeiten mit der Maskenbildnerin über die von ihr zu spielende Rolle verständigt. Gemeinsam haben sie sich auf eine ausgeklügelte Frisur und auf ein Make-up nach der neuesten Mode verständigt. Nun kommt Beate Schmitz ans Set und wird mit einem uncharmanten »Was soll das denn?« empfangen. Der Regisseur findet das Make-up zu heavy und schickt die Schauspielerin zurück in die Maske zum Ab- und Umschminken. Das alles ohne jede persönliche Bosheit. Allerdings auch ohne Rücksicht auf das zarte Seelenkostüm der Schauspielerin. Als Beate Schmitz mit vom Umschminken geschundener Haut endlich wieder am Set erscheint, wird sie mit einem ungeduldigen »Na endlich« empfangen, das ihr suggeriert, sie sei selber schuld an der Verzögerung. Und Verzögerungen sind so ziemlich das Schlimmste, was am Set passieren kann. Das weiß Beate. Wie soll sie das neutralisieren? Wie kann sie von so einer Ausgangsposition zu einer guten Leistung oder gar zu unbefangener Spielfreude kommen? Das Wichtigste ist, so einen Vorgang nicht persönlich zu nehmen. Dabei kann es hilfreich sein, etwas über die Drehbedingungen zu wissen und sie realistisch einschätzen zu können. Völlig falsch wäre es, aus solchen Erfahrungen den Schluss zu ziehen, den Ball beim nächsten Mal ganz flach zu halten. Denn mit einer zynischen Haltung tut ein Schauspieler niemandem einen Gefallen. Am wenigsten sich selber. Naja, das ist, glaube ich, was, das kann man auch auf andere Berufe übertragen, oder? Wie ja. Ist das mit dem? Bestimmt. Aber sag mal, Filmschauspieler verdienen doch aber viel Geld, oder?
dass einige wenige verdienen in der Tat viel Geld. Am meisten verdienen die, die Hauptrollen in langlaufenden Serien spielen. Aber also sogar die Tagesgage für einen Nicht-Star kann einem Laien hoch erscheinen. Sie liegt immerhin so zwischen 800 und 2000 Euro pro Tag. Aber wenn man dann in 6 Monaten dreimal eine Eintagesrolle bekommt, und das ist gar nicht mal so schlecht, denn es heißt, dass man überhaupt besetzt wird, dann fällt es trotzdem ziemlich schwer, davon eine Miete zu bezahlen. Also Filmschauspieler müssen mit extremer Unsicherheit leben. Wenn man Pech hat, gibt es 10 Anfragen, 6 Vorsprechen, das heißt 6-mal vorbereiten, 6-mal durch alle Aufregungen gehen, und am Ende klappt dann leider doch nichts. Ich habe jetzt nochmal hier einen anderen fiktiven Schauspieler, den Max, von dem lese ich jetzt etwas vor. Max hat den Sprung ins kalte Wasser gewagt. Er wollte es wissen. Er hat sein Engagement in Göttingen nicht verlängert und ist nach Köln gezogen, in eine Filmstadt. Aber die Angebote tröpfeln eher, als dass sie purzeln. Nach 3 Monaten gab es den ersten Telefonanruf einer Produktionsfirma. Max war glücklich, überhaupt ein Angebot zu bekommen. So konnte er gerade noch sagen, er müsse bezüglich des vorgeschlagenen Drehtermins noch seinen Kalender zu Rat ziehen, wohl wissend, dass der, abgesehen von ein paar Zahnarztterminen, gähnend leer war. Beim 2. Anruf war Max schon so gewieft, dass er glaubhaft behauptete, im Gespräch mit einer anderen Filmfirma zu sein. Die Drehtermine dort stünden allerdings noch nicht ganz fest. Der Produktionsleiter, an dergleichen gewöhnt, setzt Max unter Druck. Wenn er diesen Drehtag nicht zusagen könne, dann müsse man sich leider anderweitig orientieren. Max wahrt sein Gesicht, verspricht, das mit der anderen Firma zu klären, und ruft nach 1 Stunde zurück. Dann wurde noch kurz über die Gage verhandelt, aber vom Drehbuch war nicht die Rede. Das kam dann auch nie bei Max an. Alles, was die Produktionsfirma ihm schickte, waren die 2 Szenen, in denen er vorkam. Er wollte sich nicht unbeliebt machen und fragte nicht nach. Man würde ihm den nötigen Kontext schon noch erklären, dachte er. Aber dazu hatte am Drehort niemand Zeit. Niemand beantwortete seine Fragen zum Stellenwert der Rolle im Gesamtkonzept. Max, von wohlmeinenden Menschen vorgewarnt, dass das Schlimmste am Set ein schwieriger Schauspieler sei, hielt den Mund, versuchte Haltung zu bewahren und lieferte seine Sätze in einer Mittellage ab, von der er annahm, dass sie nicht ganz falsch sein könne. Das ungute Gefühl, das ihn dabei beschlich, bekämpfte er mit Galgenhumor und hielt, wie ein zynischer Standardsatz lautet, das Auge stur aufs Honorar gerichtet. Nach ein paar Erfahrungen dieser Art wurde Max klar, dass er so nicht weitermachen wollte. Dafür war er doch nicht Schauspieler geworden. Sekt oder Selters, sagte er sich. Und beschließt zu kellnern, um die nötige Miete zu verdienen. Ab sofort will er sich bei Produktionsfirmen Respekt verschaffen, um fundiert arbeiten zu können. Von nun an verlangt er ein Drehbuch. Das Resultat? Nach einer Weile bekommt Max keine Anrufe mehr für die gehobene Kleindarstellerschiene. Aber es spricht sich herum, dass er ein ernstzunehmender Schauspieler ist. Das Problem: in der Kategorie der ernstzunehmenden Schauspieler gibt es wenig Angebote für unbekannte Darsteller. Auch Produktionsfirmen stehen unter Erfolgsdruck. Deswegen gehen sie gern auf Nummer sicher und fragen zuerst bei den Schauspielern an, die sie kennen oder die der Sender kennt. Max muss eine Durststrecke überwinden. Er kellnert nicht nur, er spielt parallel dazu völlig unterbezahlt in einem Off-Theater. Er investiert Porto, verschickt Premiereneinladungen an Produktionsfirmen und Castingbüros.
Nicht, dass jemand seiner Einladung folgen würde, aber sein Name ist wieder einmal gefallen. Wenn ihn die große Hoffnungslosigkeit überkommt, erinnert Max sich daran, dass auch berühmte Kollegen wie Joachim Krohl es zu Beginn nicht leicht gehabt haben und wartet unverdrossen auf das nächste Angebot. Endlich ist es soweit. Eine angesehene Produktionsfirma hat sich gemeldet. Max wird eine 3-Tage-Rolle angeboten. Die Story, der Producer umreißt sie am Telefon mit ein paar Sätzen, hört sich aufregend an. Die Rolle klingt auch vielversprechend. Max, durch Erfahrungen klug geworden, zeigt sich verbindlich erfreut und bleibt zugleich professionell kühl. Er bittet darum, das Drehbuch zugeschickt zu bekommen. Er möchte es erst lesen, bevor er zu- oder absagt. Auch das wird anstandslos akzeptiert. Ja, so weit ist er inzwischen. Aber selbstverständlich, hat der Produktionsleiter gesagt. Max fühlt sich anerkannt. Ein Hoffnungsstreif am Horizont. Und nun hat es geklingelt. Die Post ist da. Max rennt die Treppe hinunter. Tatsächlich, da ist er, der vielversprechende dicke Briefumschlag mit dem Stempel der Produktion. Zwischen der Stromrechnung und der Mahnung vom Finanzamt liegt die Hoffnung in Gestalt eines Drehbuchs. Max ist so aufgeregt, dass er den Umschlag noch auf der Treppe öffnet. Wieder in der Wohnung studiert er die erste Seite. Rolle Dr. Mertens steht handschriftlich darauf und 3 Daten, 3 Drehtage. Das ist kein Kleinscheiß, das ist eine richtige Rolle, Volltreffer. Max jubelt. Er überfliegt die ersten Seiten, immer auf der Suche nach Dr. Mertens. Er blättert ungeduldig, sieht nur noch die Dialogpassagen an, da endlich auf Seite 44 kommt Dr. Mertens vor. Enttäuschung macht sich breit. Diese läppischen Sätze? Das soll alles sein? Max' Hochgefühl ist verflogen. Lustlos blättert er noch bis zum Ende durch. Die 2. Szene sieht etwas besser aus. Aber wo soll denn der 3. Drehtag sein? Max überfliegt die Regieanweisungen. Ach da, auf Seite 87 taucht Dr. Mertens wieder auf. Aber er sagt überhaupt nichts. Er steht nur so herum in der Szene. Na gut, wenn die dafür einen vollen Drehtag bezahlen wollen, denkt Max und ist plötzlich bei der Formel das Auge stur aufs Honorar gerichtet. Er lässt das Drehbuch liegen und geht erst einmal eine Runde joggen. Für das bisschen hätten die meine paar Seiten auch einfach so schicken können, denkt er wütend und kann gar nicht mehr verstehen, warum er so darauf gedrungen hat, das ganze Drehbuch zu bekommen. Ja, Max hat sich von seiner Ungeduld leiten lassen und einen Fehler gemacht. Er hat nämlich nicht das Drehbuch gelesen, sondern er hat es nur überflogen auf der Suche nach seiner Rolle. Und das ist nicht so gut. Denn die erste Begegnung mit dem Drehbuch ist auch die erste Begegnung mit der Rolle. Die erste Begegnung mit einem Drehbuch ist ein bisschen wie ein erstes Rendezvous. Wer zu einem Blind Date geht und nur das Bett im Kopf hat, der verbaut sich die Möglichkeit, einen Menschen kennenzulernen. Ja, im Buch gibt es dann auch so ein paar Hinweise, wie man sich dem Drehbuch denn richtig nähert. Und es gibt auch einige Kapitel zur Dramaturgie von Spielfilmen und von Serien. Das ist ja vielleicht auch für normale Zuschauer interessant, oder? Oder für AutorInnen, die mal ausprobieren wollen, ein Drehbuch zu schreiben. Dorothea, wo hast du das gelernt? Also, als ich anfing, Filme zu machen, da gab es noch keine Drehbuchkurse. Aber als Schauspielerin war ich ja mit der Form von Drehbüchern schon vertraut und den Umgang mit Dialogen, den habe ich sozusagen von innen her kennengelernt. Der Rest war Filme gucken und Bauchgefühl. Erstmal.
Ich hatte sogar schon meinen Film Double Trouble ins Kino gebracht, als ich das Glück hatte, die Grundlagen dann nochmal so richtig von einem Profi lernen zu können. Damals bekam ich ein Stipendium für das erste europäische Drehbuchlaboratorium bei dem damaligen Drehbuchguru Frank Daniel. Das war in Belgien und das fand in englischer Sprache statt. Ja, da hat das andauernd Klick gemacht, ja. Und ich habe begriffen, wow, das gibt ja Regeln, die einem das Ganze erleichtern. Ich war total begeistert und ich habe das dann ins Deutsche übersetzt und selber in Drehbuchkursen weitergegeben. Ja, über die Zeit kamen dann noch andere Aspekte dazu. Und inzwischen gibt es ja jede Menge Fachbücher. In meinem Buch Vor der Kamera, da gebe ich sozusagen einen Überblick über die gängigsten Strukturmodelle von Drehbüchern. Vertiefen kann man das dann woanders. Ich habe meine Einführung in die Grundprinzipien ganz bewusst sehr verständlich gehalten. Kleine Kostprobe mal wieder? Ja, sehr gerne. Also, zu Inhalt und Form. Zunächst gilt es, zwischen Inhalt und Form zu unterscheiden. Zwischen der Geschichte und der Struktur eines Films. Das eine ist das, was erzählt werden soll. Das andere ist die Art und Weise, das Wie. Manchmal kann es erhellend sein, sich eine Geschichte unabhängig von der Struktur klarzumachen. Mein wunderbarer Drehbuchlehrer Frank Daniel pflegte als Beispiel für den Unterschied zwischen Geschichte und Erzählstruktur einen Witz zu erzählen. Sarah auf dem Sterbebett will ihrem Mann etwas beichten. Er hält sie davon ab, schüttelt ihr liebevoll das Kissen zurecht. Sie macht einen neuen Versuch. Kohn, bitte, ich muss dir etwas beichten. Ja, schon gut, sagt er, trink deinen Kaffee. Aber sie lässt sich nicht abhalten. Kohn, sagt sie, ich kann nicht ruhig sterben, wenn ich es auf meinem Gewissen habe. Ich muss es dir sagen. Ich habe mit deinem besten Freund geschlafen. Schon gut, sagt er, trink deinen Kaffee. Sie trinkt den Kaffee und beichtet weiter. Noch schlimmer. Ich habe nicht nur mit ihm geschlafen, schluchzt sie reuevoll, auch mit John und mit Bill und. Kohn räumt die Kaffeetasse weg und sagt, was denkst du, warum ich dir das Gift in den Kaffee getan habe? Ja, das ist die Pointe des Witzes. Was macht den Effekt, die Pointe von dem Witz, das ist die Überraschung. Und je größer die Überraschung, umso größer ist der komische Effekt. Je liebevoller Kohn die Szene spielt, desto mehr wird der Zuschauer in die Irre geführt. Desto befreiender ist der Lacher am Ende. Jetzt nehmen wir mal dieselbe Geschichte und erzählen sie linear. Dann ist sie nämlich überhaupt nicht komisch. Das würde sich dann so anhören. Kohn und Sarah leben glücklich zusammen. Sarah geht fremd, Kohn kommt dahinter. Er will seine Frau umbringen, kauft Gift, tut es Sarah in den Kaffee. Sarah wird krank, auf dem Sterbebett beichtet sie ihrem Mann ihre Verfehlungen und stirbt. Das ist dann sozusagen nach dem und dann Prinzip erzählt. Das ist ziemlich langweilig. Dieselbe Geschichte könnte aber auch ein Thriller sein. Eine Mordgeschichte aus der Sicht des Mörders. Dazu müssten allerdings Spannungsmomente eingeführt werden. Das interessiert mich jetzt. Wie macht man etwas spannend? Ja, also diese Story könnte eine Spannung zum Beispiel aus der Frage ziehen, wird es Kohn gelingen, Sarah umzubringen, ohne selber entdeckt zu werden? Die drohende Entdeckung wäre dann ein äußeres Hindernis. Sie könnte aber auch eine Spannung aus der Frage ziehen, was wird siegen, Liebe oder Hass? Die Liebe wäre ein inneres Hindernis. In jedem Fall muss die Geschichte, um spannend zu sein, unsere Sympathie für den Mörder wecken.
Also spielen wir auch das mal durch. Kohn lebt glücklich mit Sarah zusammen, bis er dahinter kommt, dass sie fremd geht. Tief getroffen fasst er den Plan, seine Frau umzubringen. Verschiedene Versuche schlagen fehl wegen äußerer und wegen innerer Hindernisse. Er gibt seinen Plan auf. Doch dann schläft Sarah mit seinem besten Freund. Nun kauft er Gift und verabreicht es ihr. Sarah wird krank. Kohn leidet. Aber er sieht keinen anderen Weg. Sarah trinkt die tödliche Dosis Gift und beichtet. Kohn hat nicht mit deiner Beichte seiner Frau gerechnet. Als sie sich reuig zeigt, merkt er, dass er sie immer noch liebt. Da will er seine Tat rückgängig machen. Er versucht, sie zu retten. Und jetzt haben wir wieder ein neues Spannungsmoment, nämlich den Wettlauf gegen die Zeit. Das ist so ein Klassiker. Du hast ja auch Romane geschrieben. Was ist anders bei Drehbüchern? Also die Regeln sind strenger und die Mittel sind beschränkter beim Drehbuch. Im klassischen Spielfilm, da muss ich meine Geschichte ja in 90 Minuten erzählen. Und ich muss alles in Handlung übersetzen. Ich kann keine Gedanken und keine Träume erzählen. Gut, Ausnahmen bestätigen die Regel. Es gibt Filme, wo eine Sprecherstimme hörbar macht, was die Person, die ich sehe, denkt. Das kann sogar komisch sein, wenn die Person das Gegenteil von dem denkt, was sie sagt. Also wenn ich zum Beispiel an der Oberfläche gibt es ein äußerst formelles, höfliches Gespräch und in Wahrheit, und das höre ich eben über die Sprecherstimme, denken beide nur daran, wie sie sich die Kleider vom Leib reißen. Aber das sind natürlich Sonderformen, das sind Kunstkniffe, das ist nicht die Regel. Ja, sonst ist vielleicht auch noch wichtig, dass ein Drehbuch kein eigenständiges Kunstwerk ist, sondern eine Arbeitsvorlage, eine Handlungsanweisung für die Regie, für die Ausstattung, für die Schauspieler, für die Kamera. Beim Romanschreiben, da bin ich autonom. Aber Film ist Teamwork. Da reden viele mit. Und jeder Drehbuchschreiber hat schon mal die Erfahrung gemacht, dass sein Werk durch die Umsetzung nicht besser, sondern schlechter geworden ist. Auf jeden Fall anders. Hast du selber die Erfahrung auch gemacht? Naja, klar. Bin nicht die einzige Drehbuchschreiberin, die so frustriert war von einer Umsetzung meiner Vorlage, dass ich darauf beschloss, selber Regie zu führen. Ja, da mussten halt die anderen unter mir leiden. Jeder bringt einfach seinen eigenen Blick mit, ja. Also das sieht man auch daran, wenn ich meine eigenen Drehbücher verfilmt habe. Dann habe ich von den Leuten, die vorher das Drehbuch gelesen haben, zu hören bekommen, dass der Film genau so war, wie sie ihn sich beim Lesen vorgestellt haben. Das ist doch gut, oder? Ja. Aber das heißt auch, dass nichts dazugekommen ist. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Also ideal wäre es eigentlich, wenn Drehbuchautoren auch während des Drehs noch dabei wären, aber das ist fast nie der Fall. Vor allem aus finanziellen Gründen. Viele Zwänge beim Film kommen ja daher, dass es ein so teures Medium ist. Als Romanautorin, was investiere ich da? Erstmal nur meine Zeit. Bisschen Papier und Druckerpatronen. Das ist ziemlich billig und das ist nur mein eigenes Risiko. Aber beim Film? Okay. Naja, sonst ist schon auch vieles vergleichbar beim Schreiben von Drehbüchern und Prosa. Was denn zum Beispiel? Wenn ich keine hohe Literatur schreiben will, für die gelten jetzt andere Gesetze. Sondern wenn ich eine Geschichte erzählen und ein großes Publikum damit erreichen möchte, dann sollte ich halt so schreiben, dass ich den Leser mitnehme. Und dafür ist das klassische amerikanische Kino ein gutes Vorbild. Also nehmen wir mal was ganz, ganz Einfaches, den grundsätzlichen Aufbau. Mein Drehbuchlehrer hatte dafür eine genial einfache Formulierung, wie er die drei Akte, in denen ein normaler Spielfilm aufgebaut ist, zusammengefasst hat. Erster Akt.
tell what you are going to do. Also sag, was du tun willst. Zweiter Akt. Do it. Mach es. Also wobei man sagen muss, dieser zweite Akt, der hier so kurz beschrieben wird, der ist ja mindestens doppelt so lang wie Anfang und Ende. Dritter Akt. Tell what you have done. Sag, was du getan hast. Kannst du noch etwas zum ersten Akt sagen? Ja, also vor dem ersten Akt, da gibt es sogar häufig noch ein Opening. Und diese Eröffnung des Films, die schlägt Ton und Thema an. Da gibt es das Beispiel von Tutsi. Den Film haben sicher einige schon gesehen. Noch während der Vorspann läuft, werden sämtliche Motive des Films angeschlagen und die Bandbreite des Charakters der Hauptfigur angedeutet. Es beginnt mit Detailaufnahmen von Tiegelchen und Töpfen, von falschen Zähnen, Nagellack. Dann sieht man den Mund des Protagonisten, Dustin Hoffmann. Er klebt sich einen Schnauzer an, unterstreicht also seine Männlichkeit. Doch der männliche Schauspieler Michael Dorsey hat leider keinen Erfolg. Er ist zu alt, zu jung, zu groß, zu klein. Jedenfalls ist er nie richtig. Eine Collage von Absagen zeigt uns seine Situation. Gleichzeitig nutzt der Film die Vorsprechsituation dazu, das Thema Mann-Frau anzuschlagen. Mein Gott, wer bist du eigentlich? Fragt Michael und erhält die von einem männlichen Regieassistenten gelesene Antwort: Ich bin eine Frau. Der Protagonist wird uns als erfolglos vorgeführt, aber auch als leidenschaftlich engagierter Schauspiellehrer, der seine Kunst vollendet beherrscht. Gleichzeitig bietet die Unterrichtssituation die Möglichkeit, auf das Grunddilemma des Films zu kommen. Gibt es etwas, das noch wichtiger ist als die Arbeit? Fragt der Protagonist und erhält die Antwort: Vielleicht die Liebe. Arbeit und Liebe werden sich im Film als unvereinbar erweisen, denn Michael Dorsey bekommt nur als Dorothy Michael Arbeit, als Frau verkleidet. Daraus ergeben sich nicht nur komische Verwicklungen, sondern auch die Unmöglichkeit der Liebe, bis Michael sich am Ende gegen die Arbeit für seine echte Identität und damit für die Liebe entscheidet. Ja, ich weiß also hier in etwa, was mich erwartet und ich bin neugierig geworden. Jetzt würde ich vielleicht gerne noch was zum dritten Akt sagen, also zum Ende eines Films. Jeder kennt das ja, dass Filme manchmal so enden, dass man sich verdutzt fragt, wie? Das war's jetzt? Und dann geht man irgendwie enttäuscht oder verwirrt aus dem Kino. Der Zuschauer möchte am Ende nochmal nachspüren können. Das muss gar nicht mal unbedingt sehr lang dauern. Ich zitiere hier mal das Ende von einem meiner Lieblingsfilme und täglich grüßt das Murmeltier. Das Ende des zweiten Aktes zeigt den zum Menschenfreund gewandelten, ehemals zynischen Fernsehmoderator Phil. So wie er jetzt ist, kann Rita ihn lieben. Ein Kuss und Phils Satz: Egal, was im Rest meines Lebens passiert, in diesem Moment bin ich glücklich. Dieser Satz besiegelt Phils Abkehr vom Zweckdenken. Er hat seine Lektion gelernt. Die Geschichte ist an ihre Lösung gekommen. Und nun beginnt es im Film zu schneien. Der Schneefall bezeichnet den Übergang vom zweiten zum dritten Akt. Es folgt ein Zeitsprung zum nächsten Morgen. Man sieht die Kameraeinstellung auf dem Radiowecker, die man schon so oft gesehen hat. Aber diesmal geht die Zeit weiter. Phil ist nicht mehr im gleichen Tag gefangen.
Rita ist nicht wieder verschwunden. Sie liegt in seinem Arm, er kann sie sogar kneifen. Das ist die Wirklichkeit. Alles, was anders ist, ist gut. Aber das hier könnte wirklich gut sein, sagt Phil und spricht damit noch einmal aus, was wir sehen und fühlen. Ein Blick aus dem Fenster zeigt die durch den Schneefall veränderte Straße. Alles ist weiß, alles ist neu. Ein Bild, das mit der tiefen Psychologie korrespondiert. Ende von Szene 1 im dritten Akt. Szene 2. Phil und Rita kommen aus der Haustür und beschließen, in Punxsutawney zu leben. In eben der Provinzstadt, die Phil anfangs gehasst und verachtet hat. Das Leben ist überall, hat er gelernt, auch in Punxsutawney. Es kommt nur darauf an, seine Qualität wahrzunehmen und zu schätzen. Manchmal werden Enden ja auch bewusst offen gelassen. Ja, das kann man natürlich machen, das ist nicht verboten. Das Tolle beim Drehbuchschreiben ist ja, es gibt Regeln und Regeln sind so, dass man auch gegen sie verstoßen kann. Wichtig ist eigentlich nur, dass man als Autor weiß, warum man etwas tut, warum ich jetzt gegen die Regel einer Abrundung, einer emotionalen Abrundung am Ende des Films verzichten will und dass ich den Preis dafür einkalkuliere. Der Preis? Naja, meistens ist der Preis weniger Publikumswirksamkeit. Das gilt auch für andere Grundsätze, so wie Spannungsaufbau, Identifikation mit der Hauptfigur und so weiter und so weiter. Gibt es noch andere Regeln? Also eine interessante Regel finde ich zum Beispiel die der Glaubwürdigkeit. Ich kann ja jedwedes Universum erfinden. Aber indem ich es erfinde, kreiere ich meine eigenen Regeln. Und wenn ich dagegen verstoße, dann glaubt mir der Zuschauer nicht mehr. Ebenso wenig wie der Leser und ist sauer. Kannst du das konkretisieren? Naja, am besten lese ich jetzt mal wieder ein Stück aus meinem Buch. Auch Filme mit surrealen Elementen können und müssen glaubwürdig sein. Von Fantasy-Filmen über Science-Fiction bis zur Komödie gibt es viele Filme mit unwahrscheinlichen Voraussetzungen. Das spricht nicht gegen diese Filme, solange das Unrealistische so präsentiert wird, dass die Zuschauer es akzeptieren können. Es kommt also nicht darauf an, dass ein Film realistisch ist, sondern darauf, wie die besonderen Prämissen einer Geschichte glaubwürdig gemacht werden. Also ein Beispiel. Dass Männer als Frauen verkleidet in einer Damenband spielen und damit durchkommen, ist erstmal eine verrückte Idee. Wenn man sie dem Zuschauer einfach so zumutet, wird er sie nicht wirklich glauben. Sehen wir uns mal genauer an, wie der Film Manche mögen's heiß diese Idee glaubwürdig macht. Die Idee taucht einmal auf, aus der Not der Arbeitslosigkeit geboren. Ähnlich übrigens wie bei Michael Dorsey, alias Dorothy Michael, die auch, um an einen Job zu kommen, sich als Frau verkleidet. Gut. Diese Idee wird dann als nicht machbar verworfen. Die Skepsis der Zuschauer wird durch die Verbalisierung von handelnden Personen aufgenommen. Dann wird der Außendruck erhöht. Die Hauptdarsteller werden Zeugen eines Mafia-Massakers. Jetzt müssen sie sich verkleiden. Nur wenn die Mafia-Typen sie nicht wiedererkennen, haben sie eine Chance, dem sicheren Tod zu entgehen. Hier wird also zweifach begründet, warum sich die Männer in Frauenkleider werfen. Und dann werden im Film noch einige Tests absolviert, bis die Darsteller sich und damit auch die Zuschauer überzeugen, dass sie mit ihrer Verkleidung durchkommen. Der Schauspieler bekommt ein Drehbuch. Wie groß ist seine Freiheit bei der Entwicklung seiner Rolle? Mal so, mal so. Also manchmal ist es so streng, dass man überhaupt kein Dialogwort ändern darf.
auch wenn der Text nicht besonders sprechbar ist, weil der Text von verschiedenen Entscheidern abgenommen worden ist. Aber selbst dann gibt es doch Interpretationsspielraum. Ich lese mal wieder ein Beispiel vor. Im Drehbuch zu einem Krimi steht: Dieter und Barbara kommen einen langen Gang herunter. Er ist mit einem roten Teppich ausgelegt, der so dick und weich ist, dass die beiden fast bis zum Hals darin versinken. Klar, dass die Darsteller von Dieter und Barbara keine Chance haben, diese Anweisung wörtlich zu nehmen. Sie können sie ignorieren. Oder sie können sich auch Gedanken darüber machen, was der Autor mit seiner Regieanweisung meinen könnte. Dazu muss man den Kontext sehen. Die obige Regieanweisung steht vor einem längeren, aber nicht besonders aufregenden Dialog unter Kollegen. Dinge, die schon passiert sind, werden noch einmal benannt. Es handelt sich also nicht um eine die Handlung vorantreibende, sondern um eine zusammenfassende Szene. Solche Szenen sind grundsätzlich ganz gut geeignet für kleine menschliche oder komische Einlagen. Bei unserem Beispiel muss den Schauspielern klar sein, dass sie möglicherweise an ein Set nicht mit Teppich, sondern mit Marmorboden kommen. Denn auch Ausstatter begreifen Regieanweisungen als Hausnummer. Und die Hausnummer heißt hier gehobenes Umfeld. Also egal ob Teppich oder Marmor, der Kern der Regieanweisung besagt, dass zwei schlecht bezahlte Polizeibeamte, deren Arbeit häufig Drecksarbeit ist, in ein Luxusambiente kommen. Anregung und Aufgabe für die Schauspieler ist es, sich jetzt eine Aktivität auszudenken, wodurch sie diesen Gegensatz aufnehmen und verdeutlichen. Nehmen wir mal an, die Darstellerin der Barbara hat den Einfall, dass ein Kaugummi unter ihrem Schuhabsatz klebt. Spielen wir diesen Einfall einmal durch. Zuerst weiß sie nicht, was da klebt und ist irritiert. Dann entdeckt sie den Kaugummi, will ihn abmachen, scheut sich aber, ihn anzufassen. Der Kollege kommt ihr mit einem Papiertaschentuch zu Hilfe. Das Papier bleibt am Kaugummi kleben, statt diesen zu entfernen. Nun scheuert Barbara kurz entschlossen beides am edlen Teppich ab, während Dieter ihr verständnisvoll grinsend zusieht. Das alles natürlich, während der Dialog völlig unverändert weiterläuft. Nicht nur Barbaras Rolle gewinnt durch so einen Einfall, auch die des Kollegen. Ja, das heißt natürlich noch nicht, dass so ein Einfall auch unbedingt angenommen wird, aber da gibt es dann auch einige Hinweise, wie man darauf hinarbeiten kann, aber ich kann ja hier nicht das ganze Buch erzählen. Wie verläuft eigentlich so ein Drehtag? Naja, da gibt es den Plan und die Wirklichkeit. Also theoretisch sieht das so aus: Einrichtung und Abnahme des Sets. Parallel dazu Maske und Garderobe für Schauspieler. Parallel dazu Einrichtung des Grundlichts. Stellprobe der ganzen Szene, Maskenkorrekturen, parallel dazu Lichtkorrekturen, technische Proben, dann die Durchlaufprobe des ersten Takes und vielleicht noch eine zweite oder dritte Durchlaufprobe, dann Dreh. Und dann wird der Take so oft wiederholt, wie es nötig ist, dann Durchlaufprobe des zweiten Takes, Dreh und so weiter. Aber kein Dreh verläuft nach Plan. Manchmal hat man Glück, manchmal läuft alles so glatt und so leicht, dass man glaubt, man hat das Große losgezogen. Man fragt sich, womit man einen so privilegierten Beruf verdient hat. An den schönsten Orten der Welt zusammen mit anregenden Menschen zu sein, das zu tun, wovon andere nur träumen können und dafür auch noch bezahlt zu werden. Aber dann gibt es die anderen Drehs, bei denen man an zugigen Orten bei Minustemperaturen ausharren muss und auch noch so tun muss, als sei es ein lauer Frühlingstag. Oder man dreht an einem sonnigen Tag bei über 30 Grad Hitze eine Nachtszene in einer Dachwohnung bei abgehängten Fenstern. Da kommt es dann
mit dem Licht der Scheinwerfer leicht zu Temperaturen von 60 Grad und mehr. Da läuft die Schminke schneller weg, als die Maskenbildnerin neuen Puder auflegen kann. Da heißt es, unter schwierigen Bedingungen gelassen und konzentriert zu bleiben. Das ist nicht immer einfach. Auch hier habe ich jetzt mal wieder so ein fiktives Beispiel geschrieben. Die fiktive Schauspielerin Heike Schmitz ist nach einer Abendvorstellung im Theater um 5.30 Uhr aufgestanden. Um 5:45 wird sie abgeholt. Also das ist zwar fiktiv, aber schon auch ziemlich wahrscheinlich. Beim Film geht es im Gegensatz zum Theater früh los. Vor Ort muss Heike erstmal warten. Die Maskenbildnerin hat keine Zeit, weil sie den weiblichen Star schminkt. Heike würde sich jetzt gern am Drehort umsehen, aber ungeschminkt und übernächtigt will sie sich nicht in der Öffentlichkeit zeigen. Also bleibt sie in der Maske und trinkt vor Langeweile und Nervosität Kaffee und wird noch nervöser. Endlich kommt die Maskenbildnerin zu ihr. Freundliche Begrüßung, ein Schwätzchen, man scheint Zeit zu haben. Doch gerade als die ersten Lockenwickler im Haar sind, kommt der Aufnahmeleiter. Kommen Sie bitte zur Stellprobe. Heike im Schminkkittel will so nicht ans Set, aber darauf wird keine Rücksicht genommen. Ist doch völlig egal, wie Sie aussehen. Das findet Heike nicht. Sie ärgert sich, dass sie mit dieser Speckschwarte von Haut und diesen entwürdigenden Lockenwicklern im Haar spielen soll. So ist sie bei der Stellprobe vorwiegend mit ihrer Wut und mit ihrer Scham beschäftigt. Sie nimmt das Set, die Mitspieler, die Requisiten und die Regieanweisungen nur wie durch einen Schleier wahr. Heike ahnt, dass das nicht gut ist, aber sie tröstet sich damit, dass es sich nur um die Stellprobe handelt. Bei der richtigen Probe, nachher in Kostüm und Maske, da wird sie zu voller Form auflaufen. Das ist leider ein Irrtum, denn die Stellprobe ist die eigentlich kreative Probe am Set. Zurück in der Maske versucht Heike zu rekonstruieren, was eigentlich bei der Probe passiert ist. Da ihr das nur teilweise gelingt, macht sich ein mulmiges Gefühl breit. Aber die Maskenbildnerin ist nett. Heike überlässt sich ihren besänftigenden Händen und lenkt sich mit der sorgfältigen Auswahl von Lidschatten ab. Sie wird, wenn sie fertig ist, noch einmal ans Set gehen und dann wird ihr schon alles wieder einfallen. Die Lockenwickler sind noch im Haar, der Lidstrich ist noch nicht gezogen. Da kommt der Aufnahmeleiter schon wieder und fragt ungeduldig, wie lange es denn noch dauert, man warte bereits. Heike will nicht unliebsam auffallen und hilft nun der Maskenbildnerin, damit es schneller geht. Während die Frisur gerichtet wird, tuscht sie ihre Wimpern. Natürlich geht das daneben. Sieht kein Mensch, meint der Aufnahmeleiter, der schon wieder mahnend in der Tür steht. Gehetzt kommt Heike ans Set. Sie beginnt statt am rechten, am linken Sessel. Abbruch. Der Star rollt mit den Augen. Mit wem hat das denn hier zu tun? Heike, verunsichert, verheddert sich mit dem Text und mit dem Requisit. Freundlich meint der Regisseur, sie brauche nicht aufgeregt zu sein, aber sie möchte doch bitte nicht vergessen, die Muschel am Telefonhörer zuzuhalten, wenn sie ihren Dialog abliefert. Heike ist mittlerweile so aufgeregt, dass sie gar nicht mehr weiß, was ein Telefonhörer ist, geschweige denn, wie man mit ihm umgeht. Bei der Generalprobe presst sie den Telefonhörer ans Ohr, erinnert sich dann an die Regieanweisung, reißt ihn vom Ohr weg und sieht nach, wo die Muschel ist, die sie zuhalten soll. Darüber gerät sie mit ihrem Text ins Stocken. Der Regisseur meint genervt, sie solle den Telefonhörer vergessen und sich nur auf ihren Text konzentrieren. In Heikes Kopf rauscht das Blut, dann wird es ernst. Ton ab, heißt es. Heike will nicht noch mehr vermasseln und so fängt sie direkt an zu sprechen, als sie hört, Kamera läuft. Stopp, schreit der Regisseur. Können Sie nicht auf mein Bitte warten? Die Regieassistentin kommt mitleidig zu Heike, tätschelt ihr den Rücken und sagt im Krankenschwesterton,
Wissen Sie, die Klappe muss erst noch geschlagen werden. Weiß ich doch, verteidigt sich Heike unglücklich. Das ist nicht mein erster Dreh, aber heute Morgen ging alles so schnell. Die Regieassistentin fühlt sich durch Heikes Verteidigung angegriffen. Wir sind eben von der schnellen Truppe, sagt sie flippig und setzt mit scharfer Stimme hinzu. Noch ein Tipp. Am besten, Sie reden nach dem Bitte nicht gleich wegen der Schnittpause. Sie wissen doch, was eine Schnittpause ist. Heike nickt, auch wenn sie das so genau nicht weiß. Egal, sie wird eine Pause machen, wenn die das wollen. Schließlich versteht sie ja Deutsch. Sie konzentriert sich darauf, alle Kommandos zu hören. Ton ab, Kamera läuft. Folge 4, 17, die zweite. Die Klappe wird geschlagen, der Klappenschläger rennt in den Hintergrund. Der Regisseur sagt, bitte. Noch nicht, ermahnt sich Heike, noch nicht. Diesmal redest du nicht zu früh. Und dann ist ihr Kopf plötzlich leer. Absolut leer. Vor lauter Konzentration auf die Kommandos weiß sie nicht mehr, was sie sagen wollte. Ja, sind Sie jetzt eingeschlafen oder was, brüllt der Regisseur. Dann leise, aber doch so laut, dass Heike es hören kann, zu seiner Assistentin. Wen haben die uns denn da wieder geschickt? Nachdem sowieso alles verbockt ist, wird Heike ganz ruhig. Mit dem Resultat, dass die nächste Aufnahme reibungslos läuft. Jedenfalls, was ihren Part angeht. Leider ist aber mitten in der Aufnahme ein Flugzeug gestartet. Der Ton ist unbrauchbar. Oh nein, denkt Heike, ich habe aber auch nur Pech heute. Beim vierten Take verhaspelt sie sich dann ganz leicht. Der Regisseur sagt trotzdem, gestorben. Ja, hat er den Haspler denn nicht gehört? Heike nimmt all ihren Mut zusammen und fragt, ob die Aufnahme nicht noch einmal wiederholt werden könne. Sie bekommt eine mit falschem Lächeln garnierte Absage. Dieser Haspler war doch sehr charmant. Machen Sie sich keine Sorgen. Leider hat Heike gute Ohren und kann hören, was der Regisseur im Weggehen zu seiner Assistentin sagt. Erst alles schmeißen und dann auch noch Ansprüche, unglaublich. Jetzt hätten wir nichts anderes auf dem Programm. Weiter geht es zum nächsten Take. Dreiviertel Stunde später ist nicht nur die Szene gestorben, sondern Heike auch, zumindest innerlich. Sie geht mit dem Gefühl nach Hause, total versagt zu haben. Ja, was hätte Heike anders machen können? Darum geht es dann noch im Folgenden. Aber was hätte Heike denn anders machen können? Ja. Also ich will ja hier nicht alles verraten. Und schließlich hat das Buch nicht umsonst über 400 Seiten. Es ist also wirklich ziemlich dick. Und da gibt es also noch eine ganze Menge. Ein ganz schön dickes Buch. Dein Buch ist ja auf jeden Fall für Schauspieler sehr interessant. Für wen sonst noch? Also ich würde sagen, für alle, die sich für Film und Fernsehen interessieren und die ein bisschen hinter die Kulissen schauen wollen. Ganz besonders aber für alle jungen Menschen, die sich überlegen, beruflich irgendwas mit Film machen zu wollen. Die bekommen hier, glaube ich, einen ziemlich realistischen Einblick in verschiedene Filmberufe. Ja, deswegen haben auch die meisten Filmhochschulen mein Buch in ihrer Bibliothek vorrätig. Verrat uns doch mal, wo wir dich bei Social Media finden. Unter meinem Namen Dorothea Neukirchen. Ganz simpel bei Facebook und auch bei Instagram. Hast du auch eine Website? Ja, habe ich. Auch die ist eigentlich ganz einfach. Mein Name www.dorothea-neukirchen.de. Und dann gibt's aber noch eine extra Webseite nur für dieses Buch. Und da kann man auch einiges nachlesen und gucken und sich schlau machen zu dem Buch, wenn man sich nicht gleich entscheiden kann, es zu bestellen. Und das heißt www.vor-der-kamera.de. So, jetzt wollen wir natürlich alle dein Buch kaufen.
dein Buch, was 400 Seiten hat. Ich kann es nur empfehlen. Ich finde es sehr interessant. Ich hatte ja am Anfang schon gesagt, dass ich Filme jetzt auch mit ganz anderen Augen sehe. Also ich finde das sehr faszinierend, was so vor der Kamera so passiert. Das habe ich vorher nicht gewusst, muss ich ganz ehrlich sagen, und war jetzt auch sehr überrascht. Und ich denke, viele wollen jetzt auch dein Buch lesen. Wo können wir das denn jetzt kaufen? Also das gibt es überall da, wo es Bücher gibt. Im Buchladen um die Ecke kann man es bestellen. Man kann es auf allen Buchportalen finden, von Amazon bis Buch 7, Bücher.de, was weiß ich. Und wer es mit Widmung haben möchte, der kann mir persönlich schreiben. Und dann schicke ich ihm das selber zu. Das ist großartig. Dann schicke ich dir mein Buch auch mal zu. Da würde ich mich sehr freuen, wenn du meine Widmung reinschreibst. Ach, das wäre klasse. Und Dorothea, ich bin dir sehr dankbar, dass du heute in der Jubiläumsfolge mein Gast warst. Das ist wieder so eine schöne Folge mit dir geworden. Ich fand das total spannend. Ich habe jetzt noch ganz viel erfahren. Ich hoffe natürlich, die Hörer auch. Die sind alle jetzt neugierig geworden und wollen jetzt mehr erfahren. Kaufen dein Buch, das wäre natürlich super. Ja, Dorothea, ich bedanke mich recht herzlich bei dir, dass du heute mein Gast warst und das auch noch in der Jubiläumsfolge. Und ich fand die Folge jetzt richtig toll, muss ich sagen. Du hast so viel erzählt, das war so spannend und ich hoffe, dass die Zuschauer das jetzt auch alles total spannend finden. Und ja, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Ja, ich bedanke mich auch, dass ich da sein durfte und noch dazu in der Jubiläumsfolge und hoffe, dass die Zuhörer das so spannend fanden wie du. Ja, ich gehe davon jetzt einfach mal aus und ich freue mich natürlich, dass du hoffentlich bald wieder mein Gast bist. Ich würde mich sehr freuen. Du bist herzlich eingeladen. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Ja, Dorothea, ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag und ich würde sagen, bis bald. Wunderbar, danke. Dann mal wieder mit einem eher literarischen Werk, ne? Genau. Okay, tschüss. Tschüss. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Emilia. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Meine Lesung.